Hier ist für uns aus Mainz Leonie Badke. Hallo nochmal. Ich würde ja sagen, danke, dass ich nochmal darf, aber ihr hattet keine Wahl. Die Füchse unter euch, die bei meinem ersten Text zugehört haben, können es vielleicht schon erahnen, aber ich bin Single. Ich erkläre euch auch warum. Ich habe das Gefühl, es interessiert euch brennend. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit relativ lange einen Typen gedatet und es wurde auch so ein bisschen ernster zwischen uns und er hat so Sachen gesagt wie, ich stelle dich meinen Eltern vor und dann dachte ich mir so, okay, wow. Was genau ist das hier? Und dann habe ich das auch gefragt. Und dann meinte er so, ich dachte jetzt so Freundschaft plus. Und dann dachte ich mir so, okay, Bruder, klar. Aber wie zur Hölle soll dieses Gespräch bei deinen Eltern dann aussehen? Leonie, das sind Mama und Papa. Mama und Papa, das ist Leonie. Wir sind Freunde. Und manchmal, da bumsen wir auch. Und dann dachte ich mir, bevor ich sowas habe, da habe ich lieber gar nichts. Ich kann ganz fantastisch Zeit mit mir selber verbringen. Ich erzähle mir Witze, ich lache darüber, wir haben eine klasse Zeit miteinander. Ich und mein alter Ego. Aber da diese ganze Lieb-dich-doch-mal-selbst-Geschichte und Alleinsein ist klasse immer so viel leichter gesagt als getan ist, habe ich da einen Text drüber geschrieben, um mich da selbst ein bisschen daran zu erinnern, wie nice ich mich doch finde. Und wie cool es doch ist, einfach mit sich selbst zu chillen. Und den möchte ich auch nicht vorenthalten. Er trägt den Titel Die freie Hälfte deines Bettes und es ist nicht ganz so traurig, wie es sich anhört, aber ein bisschen schon. Wir gehen zusammen aus. Mal wieder feiern in die Nacht hinaus, Mädelsabend. Ich dachte, das wird unsere Nacht, haben uns nur für uns hübsch gemacht und dabei nicht an die Leute, die uns sehen, gedacht. Du bist da wohl anderer Meinung. Dass du hoffst, heute mal wieder jemanden kennenzulernen, erklärst du mir, dass du keinen Bock mehr auf dein Single-Dasein hast und jetzt auf der Suche nach was Festem bist, auf der Suche nach einer Beziehung. Warum, frage ich dich. Weil du das Gefühl vermisst, geliebt zu werden, antwortest du mir. Und überhaupt in unserem Freundeskreis, da haben doch fast alle eine Beziehung. Ich schaue dich etwas irritiert an, weil ich das nicht so verstehen kann, denn es gibt doch genug Menschen, die dich lieben. Du erklärst mir, dass es doch was vollkommen anderes sei und dass du es vermisst zu hören, wie toll und schön du seist. Sag es dir doch mal selbst, schlage ich vor, und du meinst, ich solle nicht albern sein. Und du beginnst zu suchen nach einer Beziehung, so wie ich beim Shoppen nach einer Hose suche, möglichst viel ausprobieren, bis eine dann irgendwann passt. Einen sägst du ab, weil er die falsche Größe hat, eine andere, weil sie nicht genug Sport macht und einen, weil er beim Reden so oft ähm sagt. Und irgendwann kommst du enttäuscht zu mir, weil du trotz deiner Suche nicht gefunden hast. Und ich frag dich wieder, warum du unbedingt eine Beziehung willst und du sagst, wo du das Gefühl, geliebt zu werden, vermisst. Aber so funktioniert es doch nicht. Eine Beziehung ist doch nicht dafür da, sich eine Portion Liebe abzuholen, wie Geld an einem Bankautomat. Eine Beziehung ist viel mehr als das und vielleicht hast du deshalb keine, weil du das nicht verstanden hast. Liebe sucht und findet man nicht. Liebe entwickelt sich und das Einzige, was du tun musst, ist bereit zu sein, zu lieben. In erster Linie dich selbst. Denn warum sollte jemand anderes dich mögen, wenn du es selbst nicht tust? Und was bringt es dir, wenn du anstatt nach Liebe doch eigentlich nur nach Bestätigung suchst? Akzeptier dich doch erstmal selbst, damit ihr euch nicht schon wieder nach 3 Monaten trennt, weil er es satt hat, dir ständig zu sagen, dass du in dieser Hose gar nicht fett aussiehst und sie dir nicht immer wieder erklären will, dass sie dich auch ohne Sixpack liebt. Sag dir doch mal selbst, dass deine Figur perfekt ist oder dass es auch seine Vorteile hat, ein Lauch zu sein, weil du dir dann auch mal ihre T-Shirts klauen kannst und sie nicht immer nur deine. Lern doch mal, dich selbst zu schätzen. Sei doch froh darüber, dass die eine Hälfte deines Bettes leer ist, weil du dort dein Laptop, Bücher und Essen lagern kannst, um beim Filmschauen einzuschlafen und dir nachts im Schlaf dann noch einen Keks zu gönnen. Ich schwör's euch, Kekse im Bett, das ist fantastisch, das krümelt, aber es ist wert. Und vielleicht ist dein Bett auch nur 90 cm breit und somit einfach viel zu schmal für eine Beziehung. Und verbring noch ein wenig Zeit mit dir selbst. Koch dir selbst ein 3-Gänge-Menü, führ dich selbst ins Kino aus und geh mit dir auf Konzerte. Schenk dir selbst diese schöne Kette zum Geburtstag und schreib dir mal selbst einen Liebesbrief. Geh mit dir shoppen und sag dir bei jedem Outfit, was für eine Bombe du doch bist und dass du dich am liebsten direkt im Laden vernaschen würdest. Aber bitte vernasch dich nicht selbst im Laden und auch nie jemand anderen, das ist echt mega eklig. Aber lieb dich bitte irgendwie selbst. Ich weiß, wie schwer das ist, weil es einem häufig so viel leichter fällt, gemein zu sich selbst zu sein, weil es viel angenehmer ist, sich Komplimente woanders zu holen, als sie sich selbst zu geben und weil es doch viel besser wäre, in einer Schulter zu weinen, anstatt sich selbst trösten zu müssen. Ich weiß, dass es einfacher ist, sich lieben zu lassen, als sich selbst zu lieben. Und ja, es kann traurig sein, wenn deine Freunde keine Zeit für dich haben, weil heute Pärchentag ist und du nicht schon wieder einen Single-Tag für dich schmeißen möchtest.
Aber ich weiß auch, dass die Suche scheiße ist, weil du dir bei jedem Menschen die Frage stellst, ob du wirklich gut genug für ihn bist und ihn am Ende dann doch nur für eine Nacht kriegst. Und du übersiehst so viel, wenn du ständig nach anderen Menschen Ausschau hältst und vergisst so viel von dir, wenn du dich immer nur in dein bestes Licht stellst. Die wenigsten, die suchen, finden auch wirklich. Und wer sucht und nicht findet, hat am Ende nichts außer Enttäuschung. Und das macht es doch irgendwie nur noch schlimmer. Also hör auf zu suchen und sei einfach nur bereit zu finden. Vielleicht auch etwas, von dem du gar nicht wusstest, dass du dich freuen würdest, es zu haben. Vielleicht findest du auch etwas, das schon die ganze Zeit da war und du hast es in deiner Suche einfach nur übersehen. Und vielleicht wirst du ja auch von jemandem gefunden, den du bis dahin gar nicht bemerkt hast. Und bis dahin, lieb dich bitte irgendwie selbst. Denn die freie Hälfte deines Bettes ist nicht so kalt und leer, wie es auf dich manchmal vielleicht wirkt. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass du nicht umgeben von 1000 Katzen stirbst. Irgendwann liegt da wieder jemand, den du liebst und dem du vertraust. Und bis dahin sei doch einfach froh, dass dir keiner deine Decke klaut. Dankeschön.